Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Kick On. Natürlich besprechen wir heute Hamburg gegen Kaiserslautern. Ihr dachtet, es kommt nichts, hier bin ich. Erstmal will ich mich mal wieder zuerst bei euch bedanken für über 700 Abonnenten. Wirklich, ihr seid spitze. Gerade meine HSV-Fans, die supporten mich ja unglaublich stark. Vielen lieben Dank nochmal. Ich weiß es sehr, sehr zu schätzen. Vielleicht schaffen wir ja noch dieses Jahr die 1000. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr drüber freuen. Und jetzt starten wir mal das Video. Gestern Abend hat Hamburg gegen Kaiserslautern gespielt und mal wieder war es ein Topspiel. Wirklich, da gibt es schon mal den ersten negativen Punkt. Kann es sein, dass irgendwie jedes HSV-Spiel derzeit in der zweiten Liga ein Topspiel ist? Ich meine, ich habe nichts dagegen, wirklich, aber ich will auch mal ein Hamburg-Spiel einfach, ja, ich weiß auch nicht, mittags angucken, weil gerade gestern war das echt ein harter Tag. Zuerst Bundesliga-Konferenz, dann Bayern gegen Dortmund und dann auch noch am Abend Hamburg gegen Kaiserslautern. Also ich hatte wirklich den ganzen Tag eigentlich sehr, sehr viel zu tun, wenn man es so sagen kann. Und deswegen frage ich mich, wird es jetzt jedes Mal so sein, dass entweder freitags der HSV spielt abends oder Samstag, weil jede Ansetzung ist anscheinend ein Topspiel, wenn der HSV, ja, dabei ist. Kommen wir also zum Spiel. Der HSV hat 1 zu 1 gegen Kaiserslautern gespielt. Und ich muss auch mal wirklich sagen, Kaiserslautern, wirklich Chapeau. Denn die Roten Teufel sind wirklich, wirklich stark in der zweiten Liga, hätte ich so nicht gedacht. Aber die waren schon immer so ein unbequemer Gegner. Sind auch sehr, sehr stark in der Liga. Klar, sie haben jetzt viele Unentschieden gespielt. Aber trotzdem muss man einfach sagen, für einen Aufsteiger spielen die extrem stark. Zum Vergleich zu Magdeburg oder Braunschweig hat sich Kaiserslautern schon jetzt ganz schön oben eigentlich gefestigt. Und dieses Spiel war auch wirklich offen. Das war nicht irgendwie, wo der HSV richtig dominant war oder sonst was. Kaiserslautern hat wirklich mitgespielt, haben auf dynamische Konter gesetzt und ja, hatten auch massenhaft große Chancen. Also gerade dieser Terence Boyd, dieser wuchtiger Stürmer da vorne drin, der hat mir extrem gut gefallen. Nur beim Abschluss muss er sich noch ein bisschen verbessern, dann wird es auch was. Aber auch wie Kaiserslautern verteidigt hat, das war wirklich, also jeder ist jeden Schritt mitgegangen. Das kann man beim HSV nicht oft sagen. Die letzten Spiele beim HSV waren wirklich sehr, sehr gut. Gerade gegen Düsseldorf haben wir für mich die beste Leistung gezeigt. Aber dieses Spiel war mal wieder so ein bisschen so wie soll ich sagen, wie gegen, nicht so schlimm wie gegen Braunschweig damals, aber es hat ein paar Vorzüge, denn der HSV hat gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel vermissen lassen. Bakriyata war ein bisschen abgemeldet, aber da mache ich ihn auch nicht mal so großen Vorwurf, denn er hat auch nicht so schlecht gespielt. Er wurde eben nur todesgedeckt. Also wirklich, Kaiserslautern haben immer zwei, drei Spieler bei ihm gehabt und so kann er natürlich nicht spielen. Wen ich mal wieder zu kritisieren habe, natürlich beim HSV, ist einfach Sonny Kittel. Ich weiß, wegen ihm haben wir das Tor, also Tor erzielt. Und Klatze natürlich. Aber seien wir mal ehrlich, das war komplett lucky. Denn Sonny Kittels Schuss, der wurde auf jeden Fall gehalten. Und ja, dass Klatze den reinmacht mit dem Schienbein, glaube ich, war es. Das war schon sehr, 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 sehr glücklich. Aber trotzdem, in der ersten Halbzeit, sage ich nicht, Sonny Kittel war wirklich ein wichtiger Faktor. Aber nach gut 30, 40 Minuten schon hat man ihn nicht mehr so richtig gesehen. Der Typ hat eine Körpersprache wie, keine Ahnung, wie als hätte man ihn wirklich 10 Stunden lang nur angeschrien. Also der duckt sich weg, der steht, bei dem fühlt sich einfach nichts sicher an. Der Typ scheint irgendwie schon mit den Gedanken weg von Hamburg zu sein und das fühlt man auch einfach. Und dass man dem den Elfmeter zutraut, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Also ganz ehrlich, ich hätte es Reis schießen lassen. Denn jetzt kommen wir schon zu dem besten Reis beim HSV. Wirklich, Ludovic Reis, ein unglaublich starker Mittelfeldspieler. Und gerade in der Offensive hat er wirklich viel, viel gezeigt beim HSV. Der war wirklich unermüdlich gewesen, 90 Minuten lang durchgerannt und trotzdem gute Flanken, gute Pässe. Natürlich ist nicht alles durchgegangen, aber trotzdem, er hat es versucht. Er ist wirklich einer der Aktivposten beim HSV gewesen und für mich der beste Mann auf dem Spielfeld. Außerdem möchte ich natürlich anmerken, dass Raab ein sehr, sehr starkes Debüt hinten im Tor gemacht hat, denn Daniel Heuer-Fernandes ist ja ausgefallen wegen Magen-Darm und gerade gegen seinen Ex-Club hat er eigentlich sehr, sehr viel, ja, gehalten und große Chancen vereitelt. Beim 1-1 kann er einfach nichts machen. Schlussendlich war das ein ekliger Gegner, aber man muss auch
gerade zu Hause die 3 Punkte eigentlich festigen. Gerade wenn man einen Elfmeter davor hat. Also der hat mich wirklich mental zerstört. Da verschießt man den Elfmeter und kriegt gleich eine Minute danach das 1:1. Also da war ich schon am Boden, muss ich ehrlich sagen. Aber gut, Mund abwischen, weitermachen, Männer. So schlecht war die Leistung nicht, wie, ja, es gab schon manche Spiele, wo ich dachte, oh boy, das wird mal wieder nichts mit dem Aufstieg. Aber ich bin immer noch guter Dinge und deswegen schauen wir mal aufs nächste Spiel gegen St. Pauli. Das wird doch ein saftig knaftiges 5:0. Wie fandet ihr die Partie? Wer war für euch der beste Spieler? Schreibt es in die Kommentare, gebt dem Video ein Like und ein Abo, falls noch nicht getan. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Euer Kick On.